Etwa 500 Meter über dem Kammersee fließt die Traun als kleine Quelle aus der Felsenwand und stürzt dann als Wasserfall in die Tiefe. Der Kammersee ist ca. 300 Meter lang und 200 Meter breit. Wir befinden uns etwa 750 Meter über dem Meeresspiegel. Momentan herrscht Niederwasser und der See ist nur mehrere Meter tief. Der Doblitzsee ist ca. 1,8 Kilometer lang und etwa 500 Meter breit. Die Tiefe beträgt etwa 103 Meter. Der See liegt 721 Meter über dem Meeresspiegel und besitzt Trinkwasserqualität. Die obere Wasserschicht mit 50 Meter ist Süßwasser und die untere Schicht Salzwasser. Im Doppelsee wurde während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis geraubtes Gold im See versenkt. Die Länge des Baches beträgt ca. 3,6 Kilometer und die Breite etwa 6 bis 8 Meter. Die durchschnittliche Tiefe ist etwa einen halben Meter. Der Grunelsee ist etwa 5 Kilometer lang und die größte Breite beträgt ca. 2 Kilometer. Die Tiefe beträgt 52 Meter.
Kodelsee liegt über 709 Meter über dem Meeresspiegel. Die Gemeinde Kondelsee verfügt über 1294 Einwohner. Es liegt etwa 732 Meter über dem Meeresspiegel. Die Gemeinde befindet sich an der Nordwestseite des Kondelsees. Die Kondelseertraun liegt am Ausfluss des Sees 726 Meter über dem Meeresspiegel. Im Kurberg vom Badersee beträgt die Meereshöhe nur mehr 637 Meter. Bis via Wützbos, bis vom Berg oberriet. Via Wützbos, auf ein Ross mit Lied. Via Wützbos, so frisch und so klar. Und da vorne ist nichts mehr, wie es vorher war. Willkommen in der Bezirkshauptstadt Bad Aussee. Die Gemeinde liegt ca. 659 Meter über dem Meeresspiegel. In diesem Zentrum wohnen 5.086 Menschen und die Gesamtfläche der Stadtgemeinde beträgt 82,03 Quadratkilometer.